Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Sandra Lechleider. Und hallo, verfolge schon seit längerer Zeit Ihren Modern Koi Blog. Wir selber besitzen einen Schwimmteich mit 45.000 Litern und haben immer mit fahrenden Algen zu kämpfen. Dieses Jahr extrem. Unser Teich ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Schwimmzone sowie Regenerationszone mit ca. 12 Tonnen Lavastein zur Filterung sowie darauf 14 Tonnen gewaschener Donaukies. Hier wird das Wasser durch das Lava mittels Drainagerohre gezogen. Im Schwimmbereich befindet sich ein Bodenablauf sowie zwei Strömungsleitungen plus Oberflächenskimmer. Jetzt meine Frage, kann ich den Schwimmteich auch auf 0,3 aufsalzen, um die Algen in den Griff zu bekommen, anbei Bilder? Also so ein ganz normaler Schwimmteich. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, der, wo sich dieses System Schwimmteich irgendwann mal überlegt hat, okay, der war alles, aber kein Biologe. Diese Dinger bauen alle nur auf Arbeitstheorien auf, wo man sagt, wenn ich weiß gar nicht, was man da sagt, das sind einfach Dreckverursachungsmaschinen, werden da produziert. Schmutzfangmaschinen. Schmutzfang und also. Das ist ja auch kein Wunder, dass dann die Algen irgendwann kommen, ne? Klar kommen die irgendwann, die kommen auch schon am Anfang. Keine Nährstoffe abgebaut, sondern nur festgehalten. So, fertig. Ja, also für mich ist das wirklich ein absolutes Phänomen. Und dass das heute immer noch so gebaut und programmiert wird, oder? Und klar, was den Leuten zum Teil erzählt wird. Und dann schau mal, was für Koi-Teiche gebaut werden. Und dann dieses sinnlose Zeolit, was da tonnenweise versenkt wird und den Leuten erzählt. Das ist ein Zeolit, klar, ist es ein Ionenaustauscher. Das nimmt Ammonium auf, ja, bindet Ammonium. Aber wo soll denn in einem Schwimmteich solche Mengen an Ammonium herkommen? Was kann es noch binden, Zeolit? Stickstoffatome werden gebunden. Also Stickstoff. Ammonium, Nitrit, Nitrat. So, okay. Aber wenn das dann mal so und so lange im Wasser drin war, dann siedeln da Bakterien drauf, da passiert gar nichts mehr. Nein. Und wenn das nicht richtig angeströmt wird, passiert auch nichts mehr. Das mit der Anströmung ist das Nächste, ne? Und diese Drainagerohre verstopfen natürlich irgendwann, wenn der Dreck unten ankommt, auch. Und dann ist überhaupt keine richtige Struktur mehr zur Filterung vorhanden. Also ja, wenn man langsam hochfährt, denke ich, können die Pflanzen, die da in dieser Flachwasserzone schon leben, vielleicht überleben. Wenn nicht, muss man halt was Härteres nachpflanzen. Binsen, Säcken, solche Pflanzen halten das ganz gut durch. Oder man muss halt dann alternativ mit einem anderen Algenvernichter arbeiten. Als Salz? Als Salz. Ich würde nicht gern in diesem Gift schwimmen. Aber ich habe mir das gerade überlegt, ich will nicht in irgendwelchen Zinkscheiß schwimmen. So Monolinuron. Zink ist vielleicht noch weniger schlimm, aber das Monolinuron, also das eigentlich einzige zugelassene Biozid für Gegenalgen, ist, denke ich, nichts, worin man jetzt schwimmen will. Und von der Seite her, ja, mit dem Salz, das kann man ja mal probieren, ob das die Sache unter Kontrolle bringt. Ansonsten muss man halt irgendwann diesen genialen Filter räumen und neu anfangen. Leider. Ein Reset sozusagen. Ein Reset. Ein Computer muss man auch manchmal neu starten. Ja, aber das ist auch immer ziemlich mühsam. Das ist die gleiche Scheiße. Hinterher alles. Ja, also die Schwimmteiche, mir tun die Leute manchmal echt leid, was denen da verkauft wurde. Also das ist unsäglich. Und vor allem, wenn man sich die Begründung manchmal anschaut, was da passieren soll, das ist die Kanalbildung. Mir kann doch keiner erzählen, dass jemand 12 Tonnen Lava und 14 Tonnen gewaschener Kies in einem 45 oder sind das 450? Guck mal, ich habe 45 oder 450? Also da steht 430.000 Liter. 430, nochmal anders. 430.000 Liter. So, und jetzt ist die Frage, aber selbst wenn ich 100.000 Liter in der Stunde fließen lasse, das, auf so eine Fläche, das kriege ich doch gar nicht angeströmt. Je größer der Teich ist, umso schwieriger wird es. Also, aber der wird sicherlich nicht mit 100.000 Litern, das machen die ja gar nicht. Ja, das braucht man ja ein Kraftwerk für eine Pumpe oder die Pumpen. Das sind ja dann sicherlich mehrere. Naja. Also, Steffen, trotzdem, danke für deine Frage. Vielleicht aber besser auch keinen Koi-Teich draus machen oder nur so. Ich würde das Kieszeug rausräumen, würde eine Filterkammer draus machen, würde einen Genesis- oder Oase-Filter reinklatschen. Und fertig aus, basta, und dann schwimmen. Mit den Koi schwimmen. Und Koi kriegt man bei uns. Ja. Nämlich.